Mit der friedlichen Revolution 1989 verbinde ich das große Gefühl der Befreiung und der Freiheit. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man das selber miterlebt hat. 89, diese Beschränkungen, diese Lügen, das ganze Gefühl von da oben, der Staat macht irgendwas und wir denken ganz anders. Viele, viele sind nach Ungarn gegangen und sind nie mehr wiedergekommen. Und wir sind da geblieben und es war eine große Bedrückung im Sommer 89. Und noch am 1. September 1989 musste zum Fahnenappell antreten. Ja, und durch diese Revolution war plötzlich die Welt offen. Ich habe Abitur gemacht im Mai 1990 und konnte dann nach Berlin gehen und studieren, was ich wollte. Welch eine Freiheit.